Masse, die unser Leben bestimmen, jeder Maler, jeder Fotograf, jeder Choreograf, braucht Kontrast. Wir sind das A-Team von TCL! Wir sind dynamisch, jung und schnell! Sometimes slow, sometimes fast, we will show you the contrast! We will show you the contrast. Wir werden euch den Kontrast zeigen. Das ist das Motto ihrer neuen Choreografie unter Leitung von Dagmar Beck und ihrem Ehemann Norman. Brandneue Choreografie der Ludwigsburger, bis zum letzten Wochenende geheim gehalten gewesen. Niemand durfte erfahren, was sie vorhaben. Und erstmals heute Abend präsentieren sie überhaupt dazu die passenden Kleider. Auch die sehr kontrastvoll. Und entsprechend teuer, wie man hörte, sollen einen Tick mehr gekostet haben als ein Viertelpfund gehacktes beim Schlachter um die Ecke. So eine Choreografie neu zu erstellen ist wahnsinnig teuer. Hoher fünfstelliger, manchmal sechsstelliger Betrag, Kleider, Trainingseinheiten, Musik, Komposition, Arrangement. Deshalb werden häufig auch solche Choreografien dann in der Folge, wenn sie ein, zwei, drei Jahre getanzt worden sind, weiter verleast oder auch verkauft. Die Rechte zumindest bleiben in der Regel bei demjenigen, der sie erstmals getanzt hat. Jahrelange Dominanz im Standardbereich hatten sie, die Ludwigsburger, bis zum Jahr 2009, da wurden sie letztmals deutscher Meister, dann seitdem immer infolge der Braunschweiger TSC, den wir gleich sehen werden. Und nun ist es, finden die Ludwigsburger, dringend an der Zeit, mal wieder einen Wachwechsel zu vollziehen. Der Anfang, den sie hier zeigen, ist vielversprechend. Anleihe aus dem Lateintanzen hier, der sogenannte Wind. Überhaupt kein Problem, wenn es sich harmonisch in die Choreografie einfügt. Als Vergleich zur vorangegangenen Formation. Hier eben der Unterschied, wenn dann mal ein Viererbild getrennt voneinander steht, dann ist die Verbindung zum Achterbild sehr schnell wiederhergestellt und zwar so, dass es praktisch nicht auffällt. Das ist die hohe Kunst, genau wie die Anleihe aus dem Bodenton, die Standwaage bei den Herren eben. Sturz der Dame hier vorne. Bitter natürlich für die Ludwigsburger, ausgerechnet im Finale. Natürlich gibt das im Bereich
Ausführung der Choreografie, Abzüge, natürlich auch in der technischen Qualität. Wäre schade, denn bis dahin wirklich eine für mich beispielhafte Standard-Choreografie. Jetzt kommt es darauf an, die Gedanken an den Sturz eben der Mittänzerin zur Seite zu wischen, als Team weiterzuarbeiten. Vergleich vielleicht mit einer Mannschaftssportart, gerätst du im Fußball mit 0:1 in Rückstand. Hilft nichts, weitermachen, versuchen den Ausgleich zu erzielen, vergessen das Ganze. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber die Frage ist halt, wie stabil ist so ein Team, wie gut gelingt es? Vom Vermögen her müsste es den Ludwigsburgern eigentlich spielend gelingen und die Darbietung war wirklich famos. Kontraste. Ihre neue Tür eigens kreiert für die Weltmeisterschaft in 2 Wochen, die in Ludwigsburg stattfinden wird. Bei dem sie natürlich nach nichts anderem als den Titel streben. Zum Abschluss noch die Krone und die Hebefigur, die im Ausmarschteil und im Einmarschteil erlaubt ist, aber nicht im Hauptteil. Wirklich großartig und so, so schade, was da passiert ist in der Mitte der Choreografie. Der Sturz der einen Dame, der sie vielleicht den Meistertitel kostet. Ich kann es jetzt nicht sagen, denn trotz dieses Sturzes habe ich diese Formation. Wir sehen ihn hier gleich nochmal oben links, wenn Sie darauf achten. Mitte war es vielmehr. Tja, ausgerutscht und dann ist man wie ein Rollmops kugelnd auf der Fläche unterwegs. Ärgerlich, wirklich, wirklich ärgerlich. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Sturz nicht so ins Gewicht fallen dürfte, dass sie hinter die beiden Mannschaften zurückfallen, die bislang auf der Fläche waren. Werden wir gleich bei der Bewertung sehen. Aber dazu war diese Darbietung einfach von der ganzen Qualität her, von der Dynamik, von der Eleganz viel, viel besser als das, was wir bisher sahen. So ist es auch. 35,95 Punkte gibt es für die Ludwigsburger und Ludwigsburgerinnen, die jetzt natürlich in der Leaderbox, die sie gleich übernehmen werden von den Göttingern, warten müssen, was der große Rivale tut, der ihnen bislang in den letzten Jahren immer den Meistertitel weg.